Ich bin denn jetzt hier gelandet? Der Plan mit dem Rausgehen, ob der so gut war, weiß ich nicht. Das ist hier Nebel pur. So fuck. Macht das mal alle nicht nach hier, was wir hier gerade machen. Stühle. Leinwand. Natürlich auch wieder hier. Schaut euch mal die Decke an. Moin Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich hoffe euch geht's allen gut, wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal sind wir hier auf so einem alten Militärgelände, haben wir gefunden. Und ich bin heute nur mal unterwegs mit meiner Freundin hier. Und wir erkunden jetzt mal dieses Gelände, auf los geht's los, mal schauen was wir hier so Spannendes sehen. Ja, hier sind wir in der ersten Halle drin. Riesengelände hier. Hier standen dann wohl mal Autos drin, würde ich mal stark behaupten. Denn die Halle ist riesig. Da einzelne Gänge noch. Mit kleineren Räumen. Ja, hier habe ich mir den besten Ausgang gesucht, den gibt hier auf dem ganzen Gelände, glaube ich. Klettern wir mal raus und schauen mal, was es hier noch so gibt. Ja, Leute. Links ein Gang, rechts ein Gang. Wo gehen wir lang? Ich würde sagen, einfach mal links. Ja, jetzt sind wir im nächsten Gebäude drin. Auf jeden Fall schon. Das kannst du ziemlich marode, hier bröckelt schon alles ab. Auf jeden Fall schon alles kaputt, die Decke auch schon mit Moos hier angesetzt. Auch hier einfach mal ein ganzer kahler Raum hier. Was auf jeden Fall richtig cool hier ist, wir haben hier gerade eine richtig schöne neblige Stimmung hier am Start. Das Wetter ist auf jeden Fall richtig diesig hier. Die Hütten stehen hier alle so einsam und verlassen. Im Wald, mitten im Wald. Ja, ganze Grundstück ist glaube ich nicht wirklich klein, deswegen wir laufen mal ein Ründchen und schauen mal, was es hier noch so gibt. Hier soll auch eine Kirche auf dem Grundstück sein, ich bin gespannt. Damit ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt, wie neblig es hier ist, schaut mal jetzt hier. Das ist auf jeden Fall richtig übel hier, man sieht hier gar nichts. Ich glaube, viele Hütten werden hier irgendwie im Verborgenen bleiben, weil man hier gar nichts sieht. Außer ein Feld und da hinten scheint irgendwie geradeaus irgendwas zu sein. Dann gehe ich da mal hin. Ja Leute, im Nebel sieht man es noch so halbwegs. Genau hier. Ein riesen Gebäude, aber irgendwie mit Stacheldraht zugekettet. Das wird wohl nichts mit dem Reinkommen hier. Ja, ich würde sagen, wir haben da mal wieder eine Hütte gefunden. Wie in dem Lied, ich brauche nur eine Hütte im Wald. Könnte man hier auf jeden Fall so sagen. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja, hier ist halt ein Spinnenweben im Weg. Ich würde sagen, tretet ein, die Tür ist offen. Muss man erstmal gucken, wo man hier hinläuft. Gleiches Spielchen auch hier. Alles ziemlich kaputt. Stromkästen schon. Alles rausgerissen. Ja, solche Motive, die mag ich immer. Ne? Wenn so eine Tür so wie da jetzt so offen steht, schon komplett kaputt, schon am Rosten und dann draußen die Blätter und der Wald, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus hier.
Und wo geht's hier lang? Was soll das hier sein? Kleinste Nische der Welt hier, oder was? Ungefähr von der Wand bis der Wand, vielleicht 60 cm. Hier nochmal das gleiche Spiel. Das ist auf jeden Fall gerade schon ein bisschen wie beim Horrorfilm hier. Man läuft hier so in so einem diesigen Wald hier durch die Gegend und dann steht hier einfach mal mitten im Wald hier so eine große Kirche. Das hat auf jeden Fall was hier. Dann gehen wir doch hier mal rein. Naja. Die Höhe ist auf jeden Fall imposant hier, aber leider ist hier schon alles rausgerupft. Egal, wo man hinschaut. Leere Wände, leere Gänge. Ein Kreuz an der Wand. Und einen schönen Hall hat man hier drin. Da oben ist schon die Decke komplett kaputt. Leute, hier geht's hoch. Vielleicht hat man von oben noch einen guten Ausblick, wer weiß. Sagen, hier ist auf jeden Fall alles gut kaputt. In der Natur holt sich alles wieder. Pflanzen und so weiter. In der Kirche. Oh, der Boden. Der Boden ist nicht gut. Aber Leute, schaut euch mal. Hier der Ausblick geht auf jeden Fall klar, wie ich finde. Ja, hier kann man auf jeden Fall nicht mehr laufen. Ist alles auf jeden Fall richtig im Arsch. Aber es geht noch mal höher. Das ist doch immer krass, hier gibt es noch mal da. Ein Treppenhaus nach dem anderen. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Ja, das ist krass. Leute, schaut mal hier. Hier hat man schön, die schönen hohen Bögen von der Kirche. Dann hat man hier eine Plattform. Ja, ich würde euch ja jetzt sagen, schaut euch mal diesen Ausblick an, aber jetzt seht ihr mal, wie neblig es hier ist. Aber hat auf jeden Fall eine geile Atmosphäre hier gerade. Da unten sieht man auch noch so eine Hütte. Aber alles richtig neblig hier. Die Frage, die ich mir gerade stelle, hat hier oben eine Glocke gegangen. Hier sieht man noch schön den Staub fliegen hier. Weil normalerweise ist es hier so in so einer Kirche, dass hier vielleicht eine Glocke hängt. Aber ich weiß nicht, ob hier eine war. Meine Vermutung liegt zwar da, aber ich weiß es nicht. Leute, sagt mir doch mal, was das hier sein soll. Ist das hier so ein Panzergraben, so ein Übungsgraben? So richtig tief drin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt gerade mal mein Navi anmachen, um erstmal überhaupt hier klar zu kommen in dem Wald. Weil das ist ziemlich groß hier, deswegen laufen wir jetzt mal weiter. Und jetzt gleich, glaube ich, da hinten so in diesem Bereich, kommen wir zu den nächsten Gebäuden. Leute, was haben wir denn hier gefunden? Mitten im Nebel. Richtig geil sieht das hier gerade aus mit dem Nebel. Schaut mal die Form. Das ist so richtig so oval. Das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, Zug. Da vorne, geradeaus ist der Eingang. Und wir gehen mal rein. Da. Hilfe. Gleich sind wir weg hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich habe hier Angst zu laufen, ne? Obwohl, das ist eine Halle hier, aber... Das ist Ura. Ich sag ja, Hilfe. Ich hänge überall fest. Wow. Also der Boden ist auf jeden Fall krass. Gerade richtig komisch. Eine Riesenhalle. Schaut euch mal an, wie die Decke hier ist. Komplett oval. Und hier so ein Eisenzaun hier. Hier alles voller Holz. Sieht aus, als ob die hier so eine Deponie hatten, wo die alles deponiert haben. Macht das mal alle nicht nach hier, was wir hier gerade machen. Das ist hier, wir wollen eigentlich da hinten geradeaus durch. Ja, meine Freundin hat es schon mal geschafft. Jetzt wird es schwierig. Mit Kamera, hier ist Rutschgefahr hoch 10. Geile Sache. Oh je. Ey, ein Snowboard hier. In der nächsten Halle und hier war da wohl die Werkstatt. Hier mit den Gruben. Auch wieder eine Riesenhalle. Aber auch hier ist alles leider leer. Auf jeden Fall hat hier einer ein cooles Graffiti hinterlassen. Also ich finde, das sieht cool aus. Also wenn man schon Graffiti macht, dann wenigstens an Orten so wie hier, wo man dann auch was dreckig, beziehungsweise wie manche Leute sagen, was dreckig machen kann. Ich finde es ja nicht dreckig, ist eigentlich schön. Hier kann man sich auf jeden Fall austoben.
Jo Leute, jetzt haben wir gerade gedacht, wir haben eine Pinot gefunden, aber irgendwie nicht. Das sieht zwar auf den ersten Blick so aus, aber da hinten, geradeaus, da sind so Sportleitern da aufgebaut. Deswegen ist das Sporthalle hier. Da oben ist ja so ein Sportmännchen da an der Wand, geradeaus gemalt. Deswegen haben wir die Sporthalle. Aber das Kino werden wir jetzt auch noch finden gleich. Ja Leute, wir haben das Kino gefunden. Da oben steht dran, Globe. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Vielleicht ist ja da sogar noch mal ein bisschen Inventar drin und nicht so wie hier in dem ganzen Ding, dass man hier nichts mehr hat. Ich hoffe es. Ja, ich würde sagen, hier ist dann mal wieder die Natur zurück, der Wald. Oh, das sieht doch aus wie so ein Sitz noch von so einem Kinosessel. Technik, Sicherungskästen. Ja, ich würde sagen, wir haben gefunden, was wir gesucht haben, Leute. Stühle, Leinwand. Natürlich auch wieder hier, schaut euch mal die Decke an. Das ist natürlich schon richtig marode alles, ne? Aber trotzdem irgendwie ganz cool anzusehen. Hier hat auf jeden Fall, also ich habe ja die Information, seit 1994 ist das Ganze hier brach. Hier kann man direkt wieder rausgucken in den Wald, ist natürlich auch ganz cool hier. Keine Tür mehr drin, gar nichts. Der Verfall ist, wie gesagt, seit 1994. Da muss man überlegen, das sind 24 Jahre. Und deswegen sieht es dann halt auch so aus, wie es hier aussieht. Ne? Und ja, da kann man schon fast, so wie die Decke aussieht und so, überhaupt noch sagen, gut, dass hier überhaupt noch irgendwas steht. Man kann sich es noch wenigstens ungefähr vorstellen, dass hier mal ein Kino war. Ja Leute, wir sind jetzt mal wieder raus hier aus dem ganzen Komplex. War auf jeden Fall richtig groß. Wird zwar ein kleines Video bleiben, weil vieles ist halt schon ziemlich verlassen da. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir werden auf jeden Fall weitere spannende Videos folgen. Wir sind im Moment auf Tour. Und ja, bleibt gesund und munter. Bis demnächst, euer It's Domex.